Kurze Lernpause, dann bin ich gleich wieder fit, um noch mehr lernen zu können. Dupdi-dupdi-du. Flumm. Aha, ich bin in die Vergangenheit gereist, um mir mein Buch zu holen. Haha, da ist es. Flumm. Okay, hey, wo ist mein Buch? Okay, jetzt reicht's. Ich werde Zeitreisen lernen, um mir mein Buch zu holen, bevor es mir geklaut wurde. Hallo, liebe Eulenpfleger, und willkommen zum Abschluss der Hermine-Trilogie. War es nicht spektakulär? Nein, war es nicht, aber ich hatte gerade drei Sets zum haarigen Töpfer hier, die alle irgendwie mit Hermine gepackt werden konnten. Also habe ich das einfach getan. Wir haben die Polybag für die zweite Jahreshälfte 2021 vom haarigen Töpfer, nämlich die 30392 Hermines Study Desk. Hermine Study Desk, oder wie es das Ding auf Deutsch dann nennt, Hermines Schreibtisch. Kleiner Trick, hier hinten stehen die Namen dann auch meistens in den anderen Sprachen. Wählt euch eine aus und dann wisst ihr, wie das Ding bei euch heißt. Genau, ihr seht eine dunkelblaue Tüte im typischen Design vom Töpfer. Ihr seht das kleine Set mit Hermine, mit einem Buch, Schreibtisch, eine Eule auf dem Eulenständer, nenne ich das Ding jetzt mal, und diesen Hinweis: Collectible Wizard Cards, one random tile included. Und das ist das Ding, was für viele diese Polybag wahnsinnig interessant macht. Die Karten, ich habe noch nicht darüber gesprochen hier im Kanal, die gibt es zurzeit bei den Sets von diesem Jahr, die halt 20 Jahre, ich glaube es sind 20 Jahre, Lego Harry Potter feiern, und dafür gibt es diese Karten, die dann zufälliges Gesicht drauf haben. Das sind quasi Sammelkarten, die in den Büchern bei den Schokofröschen dabei waren. Und es gibt insgesamt, ich meine, 16 Stück. Die sind aber komplett zufällig. Ja, wenn ihr die Sets kauft, in denen die drin sind, wisst ihr vorher nicht, welche Karten ihr bekommt. Und am Ende fehlen euch möglicherweise ein paar, ihr habt doppelte und so weiter. Und eine Möglichkeit, wie man das Fehlen beheben kann, ist eben diese Polybag. Denn ja, auch hier ist die Karte zufällig, aber man kann die Karte sehen. Schauen wir doch mal eben, was ich finde. Sollte nicht so schwer sein. Da. Da ist sie. Jetzt müssen wir sie noch schaffen, sie zu drehen. Und schüchtern, der Kerl. Und wir haben Bernie Blott. Da ist er so. Und das kann man halt immer bei denen machen. Ihr seht auch, wenn die auf dem Rücken liegt, kann man sie relativ einfach umdrehen. Und wenn man irgendwelche von diesen Karten noch nicht hat, obwohl man alle Sets, die man kaufen wollte, schon gekauft hat, dann schaut nach dieser Polybag im Laden, dreht sie um und schaut hier in dem Bereich, welche Karte drin ist. Alles relativ einfach und relativ effektiv. So, und so könnt ihr dann für 4 Euro entsprechend eure fehlende Froschkarte jeweils kriegen. Hängt die Anleitung fest. Ah, das andere ist raus aus der Tüte, jawohl. Brauche ich dafür eine Anleitung? Ich glaube nicht. Oh, die ist aber auch süß. Ach, eine ganz süße kleine, mit winzigem Bild drauf. Seht euch das an. Im Vergleich zu meiner Hand. Sehr, sehr süß. Gucken wir uns trotzdem kurz mal an, oder? Natürlich eine Hermine-Anleitung, eine Tischanleitung und eine Eulenständer-Anleitung. Sehr süß. Ah, sehr süß. Okay, bauen wir die Hermine. Das Gesicht kennen wir schon. Das Gesicht ist dasselbe, das wir vorgestern auch schon hatten, bei der Hermine aus dem Buch. Wo sind die Beine? Da sind... Oh, kurze Beine. Okay, kurze schwarze Beine. Ich hatte wegen der anderen Kleidung jetzt nicht erwartet, dass da die ganz kurzen Beine sind. Aber die Gryffindor-Sweater mit dem Überwurf, also mit dem Mantel, Jacke, Cape, was auch immer. Aber das ist ein Körper, den bekommen wir nicht so häufig, hin und wieder schon. So häufig aber nicht. Ah, sogar mit der Kapuze hinten, sehr schön. Das weiß durchaus zu gefallen. Und dann natürlich das extrem übertriebene Hermine-Haar. Und wenn der Kopf jetzt gerade wäre, so, könnte man das doch richtig draufsetzen. Wie gesagt, Kopf und Haare sind identisch mit der
Hermine, die wir vorgestern schon hatten. Die Beine, glaube ich, auch. Waren die auch schwarz? Ja, die waren auch schwarz. Der Körper ist neu. Der Körper ist schön, den bekommt man nicht so häufig wie halt den normalen Sweater mit der Krawatte. Ja, also mit der Jacke, das ist seltener. Und vor allem mit der schönen Kapuze hinten. Das macht es nicht seltener, aber das macht es schöner. So, dann haben wir hier die Eule. Wir bekommen eine Schleiereule, eine sehr schöne Schleiereule. Die ist auch recht selten. Ich glaube, die gibt es nur in diesem Set und in einem ganz großen. Was, der Fuchsbau? Irgendein ganz großes Set von Harry Potter, da gab es die nur noch. Und es ist eine schöne Eule. Ja, es ist eine schöne Schleiereule. Hinten keine Bedruckung, gut. Genau, ich habe uns aber nachgeschaut, welche Eule hatte Hermine eigentlich. Und in den ganzen Büchern findet sich keine Erwähnung von Hermines Eule. Also kann es meinetwegen auch eine Schleiereule sein. Warum denn auch nicht? Ja, bevor sich jemand beschwert, dass das nicht Kanon ist, es gibt keine Hermine-Kanon-Eule. Wahrscheinlich, weil ihre Eltern Muggels waren und es deswegen keine Familieneule gegeben hat. So, Buch. Wo ist die Innenseite des Buches? Ah. Sehr schön, die Kräuterkunde-Innenseite. Ist das richtig rum? Ich hoffe es. Es sieht eigentlich so aus. Die Schrift sieht komisch aus, deswegen. Aber die Pflanze sieht richtig. Nee, das sind Blätter, das ist keine Erde. Okay, so ist richtig rum. Muss ich gleich umdrehen. Ja, Kräuterkunde. Ein Kräuterkundebuch. Sehr schön. Auch das bekommt man nicht allzu häufig. Ich lese auf jetzt um. Bekommt man nicht allzu häufig. Findet man, glaube ich, sonst nur in dem Hogwarts-Momente Kräuterkunde-Buch. Genau, wunderschön. Sehr schön, das nochmal zu haben. So, und dann kann ich jetzt mal schauen, wie das hier aufgebaut ist. Okay. Ein Briefumschlag in Beige. Eule drauf. Und das scheint es schon gewesen zu sein. Das ist unsere Anflugstelle für die Eule. Einfach, aber effektiv. Und wir haben diesmal sogar, wo ich schon einen Briefumschlag in der Hand hatte, zwei Briefumschläge. Sehr schön. Viele Briefumschläge kann man brauchen. Wo sind die Zauberstäbe? Da sind die Zauberstäbe. Lege ich auch mal zur Seite. Kann man brauchen, denn Briefumschläge haben wir eigentlich nie zu viel beim Töpfer. Ihr kennt ja die Szene, wo die ganzen Briefumschläge aus dem Schornstein der Dursleys kommen am Anfang. Beim ersten Film. Und das kann man damit halt wunderbar nachmachen. So, wie ist das gedacht? Ah, okay. Die 1x3er hier dran. Dann der hier drüber. Die doppelte 2x2er Jumperplatte. Immer ein schönes Teil. So. Und dann, okay. Okay, oh, das ist interessant. So, jetzt kommen wir hier die Greifer. Und auf die Greifer kommen diese Teile. Das sind diese Superheldenkräfte-Teile, jetzt in schwarz. Und so bauen wir jetzt ein Gelenk. Okay, spannende Bauweise. Und was wir dadurch bekommen, ist ist ein Tisch mit einer nur beschränkten Drehbarkeit. Also der kann nicht um 90 Grad runter, sondern nur so weit. Und dadurch habt ihr einen guten Winkel für den Tisch. Clever. Clever gelöst. Einfach mal mit einem neuen Teil ein neues Gelenk gebildet. Und so haben wir einen Tisch, der deutlich weniger geschwungen ist, als das wäre, wenn man den jetzt auf ein klassisches Gelenk gepackt hätte. Und hat dadurch tatsächlich einen brauchbar gemachten Tisch. Ein Blatt Papier, unbedruckt. Und wo haben wir die restlichen Teile? Schwarze Einzelpinöppel. Durchsichtige Einzelpinöppel mit Dekoaufnahme. Wow! Ja, zum Glück sind drei von den Federn dabei, nicht zwei. Weil die ist jetzt wieder sonst wohin gefallen. So, Tintenfass. Und dann haben wir den eigentlichen Schreibtisch. Hermine kann sich hier halt nicht hinsetzen. Das ist das, was man wissen muss. Also A, weil sie eh keine Beine hat, die gebeugt werden können. B,
Das ist auch zu schmal, als dass da Beine zwischenpassen würden. Aber die Idee ist da, der Schreibtisch steht dann irgendwo hinten in der Stube und ist dann einfach nur ein Schreibtisch. Kann man vielleicht eine Klasse mit ausstatten, wenn man eh wegen den Kacheln irgendwie mehrere davon haben will, dann kann man durchaus auch einfach eine Klasse komplett mit diesen Tischen ausstatten. Die sind eigentlich nett gemacht, einfach aber nett und weitgehend verwendbar. Wie gesagt, Briefumschläge kann man auch immer brauchen. Eulen kann man immer brauchen. Das Kräuterkundebuch kann man auch ein paar von brauchen, kein Ding. Ja, Hermine haben wir viel zu viel und Zauberstäbe haben wir bei jedem Set doppelt so viele, wie wir brauchen. Aber hey, hier ist noch unsere Sammelfliese nochmal genauer angeschaut. Unser Burnie Blood. Die haben halt alle dieses Goldene rundherum mit den Sternen und so weiter. Unterschiedlich ist halt in der Mitte das Bild. Etwas schade ist, dass das einzige Set mit einer Sammelkachel, wo keine Liste der Sammelkacheln dabei ist. Sonst könnte ich jetzt zeigen, welche es alle gibt. So sehen wir jetzt halt nur den guten alten Burnie. Und von hinten ist es halt eine ganz normale 2x2 Fliese in Violett. Schön. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt noch übrige Teile übrig. Wir haben einen braunen Einzelpinöppel, einen schwarzen Einzelpinöppel, eine schwarze Superheldenkraft, einen durchsichtigen Einzelpinöppel mit Dekohalterung und gleich zwei von diesen Federn. Die bekommen wir auch nicht so oft. Das ist auch nett. Nette Geschichte. Das ist es schon. Es ist alles in allem nicht viel, was man hier für 4 Euro bekommt, aber im Gegenzug dafür relativ viele interessante Teile. Der Körper von der Hermine ist nett. Das Buch ist nett. Also sowohl der schwarze Umschlag als auch die Kräuterkunde-Seite. Klar, ihr bekommt eine Kachel und wisst diesmal sogar vorher, welche Kachel es ist. Das ist auf jeden Fall nett. Gleich 2 Briefumschläge kann man auf jeden Fall immer brauchen. Das ist nicht viel, wie gesagt, aber das, was drin ist, ist durchaus wertig. Das, denke ich, ist trotz der Kleinheit eine gelungene kleine Polybag. Und morgen gibt es nicht Lego Harry Potter. Das war der sensationelle Abschluss der Hermine-Trilogie. Sensationell. Vielleicht. Eher nicht. Macht nichts. Bis morgen. Bis dahin.